und die wollen mir unbedingt was zeigen und wir gehen irgendwo Richtung Wald ran. Mein Hund steht da direkt unten am Zaun. Und ich weiß nicht, was das soll. Irgendwas ist auf jeden Fall doch nicht in Ordnung. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist Dienstagabend, der Abend vor dem Weideumtrich. Und wir richten gerade noch das Bettchen für die Kalbinnen her, die da runterkommen. Norbert strömt gerade rein. Wir haben gerade die Halle leer geräumt. Und ja, da kommen dann morgen die jungen Damen rein. Zugang nach oben zum Futtertisch, da ist eine Rampe und da unten ist ihr Liegebereich. Unser Neuzugang hat nur ein bisschen Schwierigkeiten am Euter, aber die Chefhebamme gibt gerade Einweisungen in die Benutzung des Euters und dann weiß der auch Bescheid, wie das geht. Bis jetzt hat noch jeder gesoffen, gell? Aber ganz eine schöne, brave Mutterkuh, lässt ihn ran. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Almabtrieb. Heute kommen die Fersen, die Kalbinnen, runter von der Außenweide. Die treiben wir über den Weg her mit ein paar Helfer. Und dann nehmen wir die Weide runter, durch den Stall raus und hinten in ihr Abteil rein. Das haben wir ja gestern schon vorbereitet. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie gut es funktioniert. Jetzt haben wir gerade noch mal Futter rangeschoben. Da wird gerade der Rest fressen. Wir mischen gerade noch eine Fuhre. Die lasse ich gleich noch rein. Und dann um 9 erwarten wir die Helfer. Dann stecken wir die Strecke mit kleinen Stäben und Litze ab. Zwei Mann sind mit Pfosten vorne unterwegs auf dem 40-50. Wir sind mit zweimal Litze unterwegs und dem Chef hinten drauf. Der hat den schwierigsten Job, der muss nämlich die Knoten wieder rausbauen. Knoten sind scheiße. Jetzt hat der Friedelin Mist gemacht, oder was? Ja, das kann Mist machen. Nee, Friedelin, hast du gut gemacht. Wenn du zuschaust, hast du gut gemacht. Ja, Salah. Ja, Salah. Jetzt wird mich einmal überschlungen, was? Ja, gut, weiter. Im kleinen Gang. Die Kurbel hängt da oben nicht mehr drauf. Einfach mal da rum am Pfosten, ne? Einfach mal
weiter geht's. Nicht so wie meine lumberten Seemannsknoten, ne? Die nicht halten. Jetzt wird das Wetter schön, perfekt. Trophy wide.
just born in a dress. At night older, I'm older, I'm done. I'll do what I want. An der Sonne. Hopp, 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 hopp. Sehr anstrengend. Schaut nicht so anstrengend aus, wie es wirklich ist. Ach, schön, schau. Die Hunde stehen schon bereit. Einwandfrei. Da rührt sich halt was. Jonas, geh rüber! Rüber, Gesel! Geh mal vorne weg, Jonas! Weg! Hoppa, hoppa! Hoppa, hoppa, hoppa! Hoppa, 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 hoppa! Hoppa, 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 hoppa! Die haben dich jetzt ein wenig gescheut, Max. Ja, ich hab fast ein wenig. Aber dann laufen sie. Ja, stimmt, haben wir am Boden liegen, dann haben wir es spannend. Ja, dann wollte ich nicht ausziehen. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Geschafft! Das war's! Machen wir euch schnell! Ja, macht nichts, gib mir Gas! Wenn dein kleiner Attacke schreit, gell? Der bremst, verliert. Nein! Ich hab Angst. Ja, du musst langsam mal drehen.
Einen schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag und ich baue gerade in einer der Weideflächen oben den Mini-Fangstand ab, diese Panels, damit wir die unten aufstellen können. Denn nächste Woche will ich eine der Highlanderinnen wegbringen zum Schlachter und da brauchen wir eben das. Und weil Herr Rome keine Tiere mehr sind, baue ich jetzt mal schnell ab und fahre das mal runter. Fahre ich die mal schnell runter zu den Highland-Fersen. Der Norbert ist unterwegs zum Schlachthof. Dort holt er wieder einen Rind von uns und dann noch eins oder zwei sogar für eine Lohnzerlegung. Und da werden wir uns heute Nachmittag dann wieder drüber machen. Das heißt, bis Nachmittag sollte heraus alles fertig sein, damit wir da auch vernünftig drinnen starten können. Das ist jetzt alles nichts, was heute, morgen oder vielleicht sogar diesen Winter passiert, sondern irgendwann mal. Leute, gerade einen sehr spannenden Anruf mitgekriegt. Die Marketingmanagerin von Polaris hat dieses Jahr ja ganz spontan, abrupt auch aufgehört. Und dort wurden keine Informationen weitergegeben. Jetzt ist 2 Wochen vor der Agritechniker. Alles anders als abgesprochen, weil keiner davon wusste. Und da kann auch keiner was dafür, ganz klar. Jetzt müssen wir bloß irgendwie die Kuh vom Eis holen. Also ich bin auf jeden Fall Donnerstag, Freitag, Samstag auf der Agritechniker. Wer da Bock hat,
dass wir mal kurz quatschen. Ich habe auch ein Packen Autogrammkarten dabei, falls da jemand Interesse hat. Dann treffen wir uns einfach am Polarstand. Schaut einfach mal in die Instagram-Posts von uns, da werde ich mal anzeigen, wo man da wie sich treffen kann. Denn auf die Schnelle kriegen natürlich auch die Leute von Polaris jetzt keine Autogrammstunde oder kein Meet and Greet mehr hin, weil die Pressearbeit ist ja längst durch, also wir sind 2 Wochen vor Beginn. Ja, und den Missstand, den gleich mal einfach im Do-it-yourself-Verfahren aus, einfach typisch Hauer. Und wir treffen uns am Polaris-Stand, quatschen eine Runde. Und ja, wer da Bock hat, ich habe 2 Autogrammkarten dabei. Norbert wird auch oben sein, der ist aber Samstag oben, der fährt mit unserem Landmaschinenhandel hoch. Da, wenn er den trifft, dürfte er den unbedingt ansprechen. Und er hat keine Autogrammkarten dabei, da müsste Körperteile, Handyhülle und sonst irgendwas vorweisen. Also quatscht den ruhig an, wenn er trifft, der ist am Samstag oben. Ansonsten werden wir sicherlich die Herren Kollegen mal treffen. Nichtsdestotrotz, nächstes Jahr machen wir das anders. Wir haben jetzt einen neuen Ansprechpartner bei Polaris und wir müssen uns da jetzt erstmal kurz beschnuppern. Aber wir kriegen das hin. Also wir treffen uns auf der Agritechniker am Polaris-Stand. Ich kommuniziere euch das auf Instagram und dann werden wir da sicherlich auch die ein oder anderen interessanten Gespräche führen können. So, jetzt nochmal schnell nach unserem Jüngsten schauen. Den hatten wir ja angelegt. Und die Mutter hatte dann eine leichte Euterentzündung. Kam der Tierarzt dann, musste ihr was gegen die Entzündung geben, aber das ist jetzt alles wieder auf dem Weg der Besserung, Gott sei Dank. Ab und zu mal gucken, ob das Kleine säuft, ist ganz wichtig. Ja, heute Weidekontrolle. Und irgendwas passt heute nicht auf der Weide, weil alle Hunde heute da sind. Und die wollen mir unbedingt was zeigen und wir gehen irgendwo Richtung Wald ran. Mein Hund steht da direkt unten am Zaun. Und ich weiß nicht, was das soll. Irgendwas ist auf jeden Fall da nicht in Ordnung. Sonst würden die Hunde nicht so komplett am Zaun hingehen. Ja, heute noch ein extremes Hundegebell. Wir haben eigentlich nicht gesehen, was ist. Die Hunde sind aber heute immer noch extrem nervös. Man sieht es, die holen mich jetzt da schon direkt am Tor ab. Also irgendwas war heute Abend in der Weide. Sonst würden die jetzt nämlich in dieser Tageszeit eigentlich im Stall sein. Aber die sind alle da und holen mich direkt am Tor ab. Also irgendwas passt da nicht auf der Weide. Wenn wir da mal eine Kontrollfahrt machen. Entweder waren wieder Wildschweine die Nacht unterwegs. Oder es war wieder ein Beutegreifer unterwegs. So wie die Hunde eigentlich aufgeregt sind, so wie die aufgedreht sind, denke ich, dass da was Größeres unterwegs war. Schauen wir mal die Runde rum. We'll be right back.
So, die morgendliche Stallroutine. Ja, guten Morgen erstmal. Guten Morgen erstmal. Heute ist Freitag. Ich bin noch nicht ganz wach, ihr merkt's. Die morgendliche Stallroutine durch. Und jetzt heißt es Weidekontrolle von den letzten auf der Weide verbliebenen, den Highlandern. Und einmal die große Mutterkuhfläche oben den Zaun kontrollieren. Jetzt werde ich mir am Polaris dann aber auch gleich das Räumschild dran bauen. Denn ich will für eine bessere Futterausnutzung sorgen. Wir haben, das ist mir gestern aufgefallen, relativ viel übrig am Abend, wenn wir mischen. Und wenn wir dann anfangen zu mischen, dann langen die natürlich das alte Futter nicht mehr an auf dem Futtertisch. Das ist halt alt vom Vortag. ich schiebe aber jetzt zweimal am Tag jetzt zusätzlich einfach noch mit Polaris durch. So, der Plan, den stelle ich mir jetzt vorne gleich am Stall hin, dann kann man mal schnell reinrennen. Das sind keine 5 Minuten wahrscheinlich. Tür auf, eine Bahn rechts, eine Bahn links. Und dann schauen wir mal, ob wir eine bessere Futterausnutzung haben. Ich denke, gestern mussten wir schon viel entsorgen für meinen Geschmack. Ich meine, das war im Ganzen vielleicht, wenn du zusammennimmst, die Futtermenge ein Ballen. Und ein Ballen haben oder nicht, das macht natürlich am Ende der Wintersaison vielleicht den entscheidenden Unterschied. Ne? Also wir haben sie ja nicht so, dass wir es zum Fenster rausschmeißen können. Probieren wir einfach mal. Zudem haben wir dann wahrscheinlich den Vorteil, dass sie mehr Futter aufnehmen und dadurch auch besseren Aufwuchs haben, weil wenn die natürlich die Hälfte wegschmeißen, also die Kuh frisst immer so, für all die es nicht kennen, frisst so und schmeißt so Richtung Futtertisch Mitte. Deswegen haben größere Betriebe auch mal so Fütterungsroboter oder so Konstruktionen zum Ranschieben. Die Zeit haben wir einfach nicht. Und wenn sie mehr fressen, wachsen sie besser. Und wenn das Futter zweimal rangeschoben ist, fressen sie einfach mehr Futter. So zumindest in meinem Kopf. Weidekontrolle bei den Jungbullen. Schön brav kommen sie alle her, gell? Super. Den Heuballen haben sie noch kaum angefasst, also die Highlander grasen lieber das alte Zeugs noch weg, bevor sie den wirklich exquisiten Heuballen anpacken. Ne? Hier Lumpen. Ja, Zaunspannung ist leicht beeinträchtigt, nicht arg, aber da muss wohl irgendwo Litze anliegen. Da werde ich heute Abend einmal noch rundum marschieren, wenn es den Tagesplan hergibt. Ich habe vorhin jetzt mal das Schild dran gelassen am Polaris. Das ist nämlich gleichzeitig der Alltagstest, denn im Winter werde ich das nicht ständig ran und runter bauen. Wie man so merkt, man muss etwas langsamer in Senken reinfahren, denn wenn er einfedert, dann schleift die Aufnahme vom Schild schon mal an den Grasbüscheln in der Mitte vom Weg. Und wenn wir wahrscheinlich richtig hart einsinken, dann werden wir wahrscheinlich aufsetzen. Das wollen wir nicht, wir wollen ja nichts kaputt machen. Aber das ist jetzt mal der Praxistest. Gerade vorhin einmal durchgeschoben, das geht recht gut. Wenn viel Menge ist und viel Material, hat es da seine liebe Not. Aber heute Nachmittag ist dann etwas weniger am Futtertisch, da probiere ich das nochmal. Vielleicht ist das so nochmal das letzte Ranschieben mit dem Ding. Vielleicht ist es dafür ideal. Aber da berichte ich dann nochmal davon, wenn ich es getestet habe. So, jetzt fahren wir noch zu der Mutterkuhherde, Hof extern. Servus, meine Lieben. Beziehungsweise vorher noch zu den Sebus. Da müssen ja jetzt die Kälber eigentlich purzeln. Und dann wird wieder Wurst gemacht. Pfefferbeise steht heute auf dem Programm, denn ja, wir brauchen Nachschub, alles leer bestellt. Also weiter geht's und die könnt ihr natürlich dann auch im Webshop bestellen. Wenn alles klappt, können wir jetzt dann auch Ende November, Anfang Dezember nochmal was Leckeres vom Highlander bieten. Da müssen wir aber gucken, denn nachdem im besten Deutschland aller Zeiten aktuell Schlachthöfe und Schlachter reihenweise dicht machen und alles konzentriert auf einzelne Betriebe kommen, die dann einfach keine Kunden mehr annehmen, müssen wir gucken, dass wir noch einen Termin ergattern. Ansonsten schaut es nämlich schlecht aus im Spechthaus. Herzlichen Glückwunsch. Es ist verrückt. Wir leben in einer Zirkuswelt, meine Freunde, aber ich berichte davon, wie es weitergeht. Die Herrschaften, so wie ich sehe, bloß ein Kalb aktuell. Ihr dürft aber mal ein Gas geben euch. Halt, da ist noch eins. Schau mal, ein braunes. Na schau mal hin. Von wem ist denn das? Ah, oh, von der Leitkuh. Schau mal. Ja toll. Guten Tag. Nicht da durchmarschieren. Ja schau mal. Hallo. Was bist du? Ein kleines Mädchen. Ach süß. Schau mal, das Braun hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Aufladenbox beliefern und wer steht da schon wieder da? Und zwar direkt in erster Reihe. Da ist absolutes Halteverbot, mein Freund. Die rosa Kuh. Ja, wahrscheinlich der Michi nicht dabei. Hat der Angestellte
So, wie wir sehen, sehen wir glückliche Highlander. Das schaut doch mal alles schon sehr, sehr gut aus. Schauen wir mal kurz mal raus, wie es denn ausschaut. Guten Morgen, Servus. Und soweit alles gut. Gefällt's euch da? Hübsch. Ich glaube, das mit den Bäumen da oben, das finden sie recht cool. Da kann man sich schön unterstellen, ne? Wind- und wettergeschützt. Einwandfrei. Dann schauen wir jetzt mal runter an den Hof, was eure Raufe spricht. Wo man da schon wieder einen Quader brauchen. Die kriegen hier feinstes Bio-Heu in Quaderform. Ich werde jetzt dann noch langsam die Bio-Umstellung beantragen müssen. Denn das Jahr neigt sich ja stark dem Ende. Und nächstes Jahr will ich ja dann schon mit der Umstellungsphase beginnen, sodass dann der Norbert und ich beide Biobetriebe sind. Im Naturlandverband werde ich beitreten, sodass wir dann auch prima zusammenarbeiten können. Weil allein schon jetzt das Futter auf zwei verschiedenen Lagerplätzen vorzuhalten, ist halt logistisch völliger Quatsch, gerade wenn der Hof nicht so groß ist. Und ja, das belegt halt eine komplette Halle, ne? Deswegen wollen wir mit den Maschinen ein bisschen umstapeln müssen. Jo, da braucht es dann heute wieder einen frischen Quader. Den haben sie gut weggemummelt, aber da drüben haben wir auch noch Frischfutter. Deswegen reicht es heute Abend dick aus. Aber Lack gibt es da trotzdem ganz schön, ne? Zumindest oberflächlich, also ist jetzt nichts Tiefschlammiges. Schauen wir mal, wie sich's weiter verhält. Da ist ein bisschen ein Unterbau drunter, da ist ein Schotterunterbau, da geht ein Weg oder ging ein Weg hinter. Und da wird sich dann schon in Grenzen halten. Also nicht so, dass sie bis zum Bauch versinken. Ne? Jo, mal ein bisschen beobachten in den nächsten Tage, nächste Zeit. Schreit sie mich wieder an, nach dem Motto, ihr könnt ja Futter haben. Ja, was für ein herrliches Wetterchen am Samstag heute. Ja, wir haben heute Hofladentag und Vermarktung. Da war ich jetzt gerade drin. Steffi war draußen ein bisschen unterwegs, hat dann gemerkt, dass bei meinen Highland-Bullen ein bisschen wenig Saft drauf ist. Und deswegen fahre ich jetzt da mal rüber. Denn den Schlüssel zu den Stromkästen, den habe ich einstecken. Aber so komme ich auch mal raus und den Genuss von ein paar Sonnenstrahlen. Der Herbst ist schon eine verdammt schöne Jahreszeit, ne? Finde ich. Dann gucken wir mal schnell, was da los ist. Warum da wenig Saft auf dem Zaun ist. Da kommen sie schon wieder. Also inzwischen sind sie ja so anhänglich, dass sie eigentlich schon fast nervig sind, weil man immer reinkommt. Eieiei, wie man es macht, ist verkehrt, ne? Also wir haben da definitiv keine Spannung anliegen. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich die Batterie tauschen. Was sagt die Batterie? Batterie sagt, es wäre noch was da. Gucken wir doch mal, ob es mit einer anderen Batterie besser wird. Voll. 9,2, 9,8, 9,6. Naja, da reicht die Ladeleistung einfach vom Solarpanel nicht mehr aus. Da kommt jetzt inzwischen zu wenig Sonnenlicht an. Das heißt, jetzt wirklich einmal die Woche Batterie tauschen und durchladen. Und die Solarpanels, die wirken dann bloß noch unterstützend. Das ist halt einfach nichts für Winterweidehaltung. Aber ja, müssen wir mal gucken. So, meine Herrschaften, was ist so interessant? Der Polaris interessiert euch, gell? Jetzt fahren wir gleich nochmal einmal reihum. Denn irgendwo, glaube ich, könnte noch eine Litze irgendwo anliegen. Denn ausgemäht ist und wir haben keine 10 kW anliegen. Denn wenn wir Volllast fahren oder Volllast dran haben,
dann müssen da 10 kV anlegen. Und das tun sie nicht. Und das ist ein Zeichen, dass irgendwo noch ableitet. Ne? Gerade wenn ausgemäht ist. Okay, ihr Hübschen. Lasst ihr mich mal wieder rein? Komm, hola, hola. Hopp, geh weiter. Geh weiter. Hopp, geh weiter. Ach, die sind so lammfromm, ne? So lammfromm, meine kleinen Teddybären. So, jetzt schauen wir einmal reihum, wie es da ausschaut. Heute sind auch noch meine Spanner gekommen. Die baue ich dann nächste Woche ein. Denn morgen werde ich es nicht schaffen. Morgen haben wir Markt und heute ist auch noch in der Vermarktung jede Menge zu tun. Ich habe gerade wieder die neuen Steak-Tasting-Termine online eingepflegt. Da könnt ihr gerne mal gucken. Wir bieten jetzt auch an, dass wir quasi das große Wochenend-Package organisieren. Das dann aber auf Anfrage. Das beinhaltet dann einmal eine Steak-Safari, eine Hof-Safari, das Steak-Tasting. Und wir organisieren Übernachtungsmöglichkeit plus Tageskarte in die hier 2 Minuten von uns entfernte Opernsees-Therme. Ja, wer da interessiert, der kann uns anschreiben, gern unter der info@howardshighlands.de oder einfach mal durchrufen. Wir organisieren das. So, dann müssen wir die Tränke mal etwas entlauben. Dass das da auch gutes Wasser bleibt, gell? Der Zufluss lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Mal schauen, dass wir den im Winter vielleicht mit etwas mehr Dampf hinkriegen. Sonst friert uns hier die Sache ein. Auf Schritt und Tritt. Okay. Wie so Hunde. Und Alter, schaut verwirrt aus. Ja, Entschuldigung, ich lache euch nicht aus, ich lache euch an, gell? Jetzt fahren wir einmal rein um. Schön, schön, schön. Und irgendwo vielleicht die Litze an einem Pfosten anliegt und wahrscheinlich auch deswegen die Batterie leer gesaugt hat. Da verlieren wir mal schnell 3 kV. So, unseren Übergang. Da haben sie schon ziemlich weich getrampelt. Ja, ja. Jetzt merkt man, dass Herbst ist. Schön langsam, damit wir nicht zu viel Krawall drin machen. Gut. Unterrad veranstalten. Ja, nächstes Jahr habe ich vor, dass ich Futterplätze befestige. Das wäre es dieses Jahr in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich gewesen, gerade mit Umzug und so. Da müssen wir jetzt einfach durch. Mir ist völlig klar, dass die Flächen im Frühjahr dann nicht mehr ganz so hübsch ausschauen. Aber wir müssen es halt dann wieder hinbiegen und ansehen, nachsehen, bearbeiten. Ist ja kein Stress eigentlich. Wir müssen das Beste draus machen. Nächstes Jahr würde ich dann gerne mit alten Spaltenböden Futterplätze befestigen, die man dann einfach abschieben kann, alle paar Wochen mal. Und ja, dazu suche ich noch Spalten gebraucht, möglichst günstig. Ich meine, wenn ich die teuer kaufe, ist der Transport sehr kostspielig und dann macht es keinen Sinn. Also die müssten, wenn sie weiter weg zu transportieren sind, quasi umsonst sein. Oder man findet in der Nähe kostengünstig was. Muss ich mal gucken. Also Augen und Ohren offen halten. Und falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, einfach mal gern bei uns melden. Also Spalten, Betonspalten können wir immer gebrauchen. Am schönsten wären solche, die Breiten. Das können ruhig auch welche aus Schweineställen sein. Ich meine, wir befahren jetzt nicht mit dem 12-Tonner da drauf. Also das muss es nicht halten. Das würden auch welche aus Schweineställen halten, ganz einfach um die Fläche zu befestigen. Also gerne melden. Bis jetzt finde ich an den Litzen noch nichts. Die Softlitze hängt natürlich immer recht weit durch, die dehnen sich. Aber dafür wird die Litzenspanne bestellt, wo ich mal ein bisschen nachdrehen kann. Und dann mache ich an einer Ende so einen Federtorgriff rein, also einen kleinen. Und der hält es dann immer schön auf Zug. Und dann passt die Sache. Mit dem Draht ist es natürlich auch kein Problem. Der Draht hat so viel Spannung drauf, dass es
feuchte Flächen, also da müssen wir schon gucken. Ah, schaut mal da, da leitet's ab. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich habe meine super Jagdstiefel von Hisea wieder an. Können wir mal schauen, ob die stromfest sind. Ja, also Gummi sollte eigentlich nichts machen. Da schaut ihr, solche Ästchen und solche Himbeeren, wenn es da dran hängt, leitet es wahnsinnig viel ab. Also da spannen wir mal wieder nach. Und da hängt es auch noch dran am Gebüsch. Ja klar, da leitet es dann ab. So, haben wir jetzt etwas mehr Strom drauf. Sollten knapp 10 fließen. Mehr kommt nicht. Also liegen schon noch so einzelne Teilbereiche an und da müssen wir einfach mehr spannen. Das ist das, was ich gemeint habe. Die hängen durch und dann hängen die da unten drauf. Kriegen ausgebügelt. Aber mit 8,4 sind wir schon mal sehr gut dabei. Ich sage immer, alles über 4000, es gilt als hütesicher, weil da die Schlagstärke dann hoch genug ist, dass die Tiere quasi zurückschrecken und das als Abgrenzung sehen. Unter 4, ja, auch ein bisschen aufpassen. Und der beste Zone ist ja sowieso genug Futter und Wasser. Dann passiert auch gar nichts, dass die irgendwie rausgehen oder sowas. Ne? Mal da drüber schauen. Im Waldstück scheint alles in Ordnung. Und die haben ja ihren Unterstand hier durch dieses kleine Waldstück. Und am liebsten liegen die da wirklich unter dem großen Nadelbaum. Der bietet genug Wind- und Wetterschutz und den lieben sie ja, ne? Es ist. Ich werde ihn aber trotzdem dann für den Winter direkt noch einen kleinen Unterstand bauen, da auch erstmal wieder Provisorium. Ihr wisst ja, Zeit ist knapp und die Tätigkeiten vielfältig und deswegen Provisorium und das habe ich schon mal in meiner Anfangszeit so gemacht und das werde ich dieses Jahr wieder so machen. Für so kleine Gruppen ist das gut. Eben 4 so große Panels, a 3 Meter, dann haben wir 6 Meter Tiefe und 3 Meter Breite. Da kriegen wir schon einiges runter in Gruppe. Und da liegen sie natürlich auch drunter, sieht ja wie so Dach. Kriegen wir einiges drunter in Gruppe und drüber dann auch wieder Panels mit einer Plane abgedeckt. Das hat in Anfangszeit Wunder gewirkt. Und die Highlander nehmen sie ja wirklich bloß an, wenn es hagelt und richtig saur und das ist echte Dreckswetter. So ein bisschen Winterwetter und ein bisschen Regen macht ihnen gar nichts. Die sind ja fantastisch isoliert und durch das fettige, dichte Fell auch wunderbar vor Feuchtigkeit geschützt. Deswegen heißen sie ja Robustrinder und werden in Schottland ja, Glen Gorm zum Beispiel ist so ein großer schottischer Zuchtbetrieb, da laufen die ja hektarweise querfeldein, also auch über Straßen und Wege und so wie man es bei uns in den Alpen kennt, laufen die da spazieren und da haben die keine künstlichen Unterstände, sondern da ist das alles, ja, da ist das alles natürlich. Jetzt habe ich aber wieder so eine Stelle gefunden, wo wir mal schauen müssen, ob es nicht da vielleicht ableitet. Nee, hat besser ausgeschaut. Das ist der Überleitungsbügel und wir können trotzdem mal schauen, ob der stromführend ist. Ist er? Hat von der Weide jetzt so ausgeschaut, als hätte ich da jetzt einen Übeltäter gefunden. Als wäre der am Pfosten angelegt. Wenn der Pfosten natürlich feucht wird, dann nimmt uns der ein bisschen den Strom weg. Ja, und meine Ausführungen. Scheiß ADHS. Meine Ausführungen zum Thema Unterstand zum Ende zu bringen. Wir werden hier für dieses Jahr noch ein Provisorium zimmern, so damit sie bei wirklich extremen Wetterbedingungen da auch Unterschlupf finden. Ansonsten bauen wir dann nächstes Jahr nicht nur befestigte Futterplätze, sondern auch dementsprechende Unterstände. Am besten mobile Sachen, die man auch von A nach B ziehen kann. Ich werde bei den Bullen wahrscheinlich mit etwas größerem Unterstand arbeiten. Also da werde ich wahrscheinlich den Treibewagen reinstellen und den dementsprechend oben mit Planken versehen und eine Plane drüber ziehen. Der ist 9 Meter lang auf 3 Meter. Da passen dann auch diese 10 jungen kleinen Bullen rein. Und das, was ich gerade vorhin gesagt habe mit den Panels, das wird dann bei den Fersen höchstwahrscheinlich Anwendung finden. So, jetzt fahren wir uns gerade fest auf der Feuchtwiese. Dann
ist ganz schön Lack. Einmal den Wald jetzt auch groß kontrollieren. Ja, das hat natürlich Vorteile, wenn man hier am Hof guckt. Hey, Lotti. Oh ja, ganz stolz ist er. Ganz stolz. Was für ein toller Knochen. Hey, bleib mal da. Bleib mal da. Ein toller Knochen. Meine Güte. Nach einem Vermarktungstag im Hofladen fahren wir nochmal auf die Hausweite, denn da gab es gestern richtig Rabatz. Da war ein Geschrei und ein Getue und die Hunde waren da am Wald. Und damit wir mal sehen, was da im Wald drin ist, was sie so anbelangt, machen wir unsere Überwachungskamera mit LTE und Solar einmal an den Zaun fest und können heute Nacht übers Handy mal schauen, was da denn los ist. Ich zeige nochmal ein bisschen auf, was sich da bewegt. Mal gucken, was da im Wald ist, was die Hunde nicht so geil finden. Also entweder das ist ein Wildschwein, im harmlosesten Fall, oder das ist der Wolf. Hoffentlich leitet das Material nicht. Komm, Stoff. Der Vorteil von Plastik, gell? Ja, willst du auch hinten rum machen oder was? Ja, das habe ich da einfach mit der Neig halten können. Was ist denn das, was du neu machst? Ja, okay. Ein bisschen rüberziehen, so was er mir so zeigt, genau. Ich glaube, hier haben wir eine gute Abdeckung. Ups. Ja, das ist wieder was klar. Das gestern hat super funktioniert. Also, das ist ein bisschen schön. So, schauen wir mal, ob wir Empfang haben. Ja, wenn wir die App dann neu starten. Dann muss ich jetzt erst ins Netz einwählen. Du. Jetzt leuchtet er blau. Jetzt ist er online. Schauen wir mal. Ja, die Haxen kenne ich. Das sind die meinigen, gell? Ist halt ziemlich grottig da, ne? Okay. Oh, die schwenkt. Die schwenkt so ein Wald rein, gell? Die Übersagung ist mangelhaft. Das ist einen Strich von fünf. Ja, wegen Zeit verzögert. Das sollte seinen Dienst tun. Mehr Empfang gibt es nicht, müsste funktionieren. Schauen wir mal. So, da haben wir die Überwachungskamera dran und dann schauen wir mal, was da heute Nacht los ist. Was die Lumpen das anfangen. Jetzt wird es ziemlich ungemütlich. Das heißt, es ist wirklich der Feierabend. Wenn wir ins Warme reingehen, dann schneiden wir heute das Video fertig. Das seht ihr morgen am Sonntag. Seht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Ihr wisst, abonnieren sowieso Pflicht. Und dann sehen wir uns in alter Frische. Gesund und munter beim nächsten Vlog. Bis dahin, Servus und Ade.